Wir haben mal wieder ein virales Rezept für euch getestet, diese hübschen Zucchini-Feta-Spieße. Super easy und schnell gemacht, schneidet eine Zucchini mit einem Gemüseschäler in ganz dünne Streifen. Dann teilt ihr euren Feta in kleine gleich große Quadrate. Mariniert sie mit etwas Olivenöl, Knoblauch und Kräutersalz. Dann wickelt ihr die Feta-Stückchen in die dünnen Zucchini-Scheiben und spießt sie auf. Eure Spieße kommen dann bei 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Am besten sollen die mit scharfem Honig schmecken. Den macht ihr mit Honig, Sriracha-Soße, Chili und etwas Reisweinessig. Die Zucchini-Streifen werden etwas knusprig, der Feta ist super weich und der Honig rundet das Ganze ab. Probiert es unbedingt aus.